Hallo lieber Adler, Hakan Karadiken, Teammanager Phoenix Lübeck. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt sitzt er bei mir, der Teamchef Hakan Karadiken. Moin Hakan. Moin Moin. Ich habe einige Fragen mitgebracht an dich. Die Zuschauer interessiert es brennend, mich übrigens auch. Sehr gerne. Und ich würde gerne anfangen. Hakan, du bist ja Teammanager von der Ligamannschaft. Ja, und du hast dich auch um die U23 gekümmert, das hast du so an dich gezogen, dieses Projekt. Ja. Du warst auch in Dänemark dabei, ja, bei diesem Turnier. Einen Abend zuvor warst du noch bei der Ligamannschaft an der Lohmühle auf der Bank gesessen. So, jetzt nimmst du noch die A-Jugend dir zur Brust oder ans Herz, kann man sagen. Was ist los bei dir, muss ich so sagen? Ja, ich bin ein Mensch, der gerne hilft. Ich bin ein Mensch, der wirklich sehr gerne hilft und wenn ich merke, dass da Hilfe gebraucht wird, egal an welcher Funktion, Bereichen jetzt, dann tue ich das. So, für mich gibt es nichts Besseres, wenn ich helfen kann und die Hilfe auch angenommen wird und wir Besserungen im Verein sind. Mich interessiert ziemlich, wie kommt diese Verbundenheit zu Lübeck zustande? Weil man muss ja sagen, beim VfB Lübeck, da warst du Sponsor, du hast eine Loge gehabt. Und wie und jetzt, Phoenix Lübeck, wie ist die Verbundenheit, wie ist es bei dir entstanden? Ja, im Endeffekt habe ich damals VfB Lübeck eigentlich kennengelernt, indem ich mit Dassendorf, mit dem TuS Dassendorf, dort ein Freundschaftsspiel gemacht habe. Das war ziemlich kalt. Und als ich dann dort war mit der Mannschaft von Dassendorf und dann hat mich damals der Sven Theissen, das ist ja der Marketingleiter vom VfB Lübeck, mich darauf angesprochen. Was ich so mache, tue und hat mich gefragt, ob ich da auch ein bisschen Sponsoring machen kann. Und da habe ich gedacht, wieso nicht? Ne? Können wir ja was machen. Und bin dann so reingekommen, eigentlich normal. Ich war ein ganz ein kleiner Sponsor da erstmal, so im VIP-Bereich, zwei Karten hatte ich gehabt. Und dann nächste Saison, ich war immer öfteres da und hatte ein gutes Netzwerk mir aufbauen können dort. Und durch das gute Netzwerk kam ich auch so dazu, dass wir ein Sponsorentreffen hatten und auch mal nach Andalusien gefahren sind mit den Jungs. So hatte ich auch engen Kontakt auch dann zu diesen Spielern, die damals auch in die dritte Liga aufgestiegen sind. Und es lief alles super und habe mir dann entschieden, gut, wenn wir schon so weit sind, dann kann ich mir auch eine Loge gönnen. Und habe mir dann eine Loge geteilt, das war nicht meine einzelne Loge. Und hatte dann des Öfteren immer mir die Spiele angeguckt. So. Und da ich eben, war ich oft da und das war so die Verbindung vom VfB Lübeck so. Und wie ich dann zum Phoenix Lübeck kam, ja, mein Freund der Kusi, der war bei Phoenix Lübeck und wir hatten so mal nur gesprochen und dann hatte ich das irgendwann kristallisiert, dass wir da ein bisschen, ja, Kusi Kwame, ja? Den sprichst du an, der jetzt mit TSV spielt. Ja. Genau. Kusi Kwame, der mit TSV spielt, auch dort kann ich sagen, dass ich auch das für ihn dort beim TSV mit dem Jassi zusammen gemacht habe, dass der dort auch spielt. Und, fehlt mir bei uns hier in der Mannschaft ein bisschen mein Kusi, aber in einem bestimmten Alter, ne, geht es auch nach vorne und da muss er auch, er hat auch eine Fußballschule und ja. Und da ist er da geblieben. So. Sag mal, stimmt es, dass deine enge Beziehung zu Oliver Zapel, weißt du, wann die begonnen hat? Ja, in der Zeit von, als ich mit GSK Bergedorf gegen Basbüttel gespielt habe, da haben wir eigentlich uns auch am Spielfeldrand gezofft mit ihm. Ne? Es war schon laues Geschreie, aber danach, nachdem das Spiel zu Ende war, war wieder alles gut. Wie viele Jahre ist das ungefähr her? Weil ich habe hier eine Zahl stehen, ich bin mal gespannt, ob du so weit auch zurück schon denkst. Also, wenn du Oliver, also das war das, was ich mit Oliver Zapel mal was hatte, aber Oliver Zapel kenne ich schon seit Bergedorf 85 Zeit, als er dort spielte mit der 10. Ne? Und die, da kannte ich ihn schon. Und was warst du da? Was war deine Funktion da? Ganz ehrlich, ich glaube, ich war ein Balljunge. Ja, vollkommen richtig, Hakan. Hier steht es nämlich. Ist das richtig, dass du Oliver Zapel vor 30 Jahren schon als Balljunge begleitet hast? Ja. Und großer Fan von ihm warst, da war ja Publikumsliebling an der Elster. Ne? So ist das, ja genau, so war das. Das ist eine richtige Geschichte. Richtig, so ist es, ja. Und heute seid ihr gemeinsam bei der Ligamannschaft vom 1. FC Phoenix Lübeck. Richtig. Ja. Na, und ja, genau, heute sind wir zusammen und dort. Interessante Geschichte. Ja. Was macht denn der verrückte Fußball-Hakan außerhalb vom Platz? Ich weiß, du hast eine Firma,
eine Lackiererei. Ja. Ja, aber was bewegt dich noch neben dem Platz? Du hast eine Familie, du bist Familienvater. Ja, ich bin Familienvater von 4 Kindern. Meine älteste Tochter ist 21, dann geht es weiter runter 18, 8 und knapp 2. Ich lebe in Dassendorf und arbeite als Geschäftsführer, als auch Inhaber der Firma Haker Lackierzentrum. Ja, ich unternehme viel, viel mit meinen Kindern. Versuche es. Ne? Momentan, wie du es ansprachst, habe ich einige Jobs hier und kommt ein bisschen eng. Aber ich denke, dass ich trotz dessen meine Kinder nicht vernachlässige und alles drum und dran. Und meine Frau steht dahinter, zum Glück, dass sie mitmacht. Das mache ich eben am Wochenende oder am Wochenende Fußball, in der Woche mit den Kindern. Wie wichtig ist es, dass die Familie da hinter dieser Idee, hinter dieser Liebe steckt und auch die Firma vielleicht, also auch die Mitarbeiter? Ich meine, du bist ja auch da in der Vorbildfunktion. Ja, tut. Dieses, was ich hier mache, ist auch hobbybedingt, kann man sagen. Also ich mache das ja Hobby ungefähr ein bisschen zum Beruf jetzt so. Und es freut mich, dass ich dass ich einen guten Ausgleich habe. Ich habe einen guten Ausgleich zu meiner Selbstständigkeit, der stressig genug ist. Und es ist ein sehr, sehr guter Ausgleich für mich, wo ich gut abschalten kann. Hakan, es gibt bei uns, bei Adler TV, beim Spieler oder Porträt immer eine Schnellfragerunde. Wir haben ein paar Fragen. Ich würde dich bitten, die einfach so schnell wie möglich zu beantworten. Ich glaube, da macht es am meisten Spaß für alle. Es sind ein paar verrückte Sachen dabei. Ich würde gerne beginnen mit... hast du ein Ritual vorm Spiel, bevor du ins Spiel gehst? Egal, ob du Teammanager oder Spieler. Ritual? Ja, gibt es etwas? Ziehst du deinen linken Schirm zuerst an? Rufst du deine Frau nochmal an, bevor es auf den Platz geht? Oder? Ritual ist einfach Treffpunkt vorm Spiel bei mir zu Hause. Oliver Zapel kommt. Na? Wir packen das ein, was wir nach dem Spiel machen wollen. Und die gleichen Jacken ziehen wir uns an. Und Da haben wir unsere Ritualien, ja. Welche Sportart neben dem Fußball interessiert dich noch? Fußball. Also. Und wenn im Fernsehen irgendwas läuft, sagt Tennis, da bleibe ich hängen oder Golfen oder wo, was? Oh, ich muss sagen, ich mag auch gerne Boxen gucken. Boxen? Ja, Boxen okay. Finde ich auch gut, ja. Mit welchem Prominenten würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Oh. Wow. Das ist eine Frage, mit welchem Prominenten? Mit Oliver Zapel. Mit Oliver Zapel? Auf der Autofahrt habe ich mir gedacht, bestimmt wird das die Antwort sein, muss ich dir ehrlich zugeben. Hakan, Pizza oder Pasta? Pasta. Welche Musikauswahl läuft bei dir so im Auto zum Beispiel, wenn du irgendwo hinfährst zurzeit? Oh, ich liebe ja gerne die 90er so. Ne? 90er. Also die 90er oder so, die liebe ich schon ganz gerne. Also ich höre auch gerne mal auch deutsche Musik. Ungewöhnlich, aber es ist so, ich gehe auch mal zu einem bösen Onkel-Konzert. Also es ist nicht so, eigentlich mag ich. Ne? Multikulti. Multikulti, ja. Dein Lieblingsfußballer als Kind? Oh, Pierre Littbarski. Ist es heute noch? Heute, wenn ich jetzt heute gucke, ist es Messi. Strandurlaub oder Rucksackwanderer? Strand. Spitzname, so im Team? Haki. Welches versteckte Talent hat Hakan Karadikin, wo wir alle vielleicht noch nicht kennen? Also es ist so, es rufen mich ja wirklich viele an. Und wenn welche Leute auch Probleme haben, fragen sie mich auch und wollen meine Meinung haben. Und ich glaube so Ideenmanager. Psychologe, Mentalcoaching. Also ich glaube, das sind alles so gerade, wo ich denke, das kann ich gut und ich habe auch Glück, dass es klappt. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Oliven. Oliven? Schwarze, grüne? Schwarze Oliven. Schwarze Oliven, entkernt. Nee, mit Stein, ja. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Meine Freunde... Ich denke, meine Freunde würden mich beschreiben, ein Hilfsbereiter, ein guter Vater und guter Geschäftsmann. Prima. Und was die Mannschaft über Hakan Karadikin sagt, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ja, also, wenn ich an Hakan denke, dann denke ich an einen sehr entspannten Typen, mit dem man auch sehr viel Spaß haben kann.
ja, auf persönlicher Ebene extrem, ja, die man extrem wertschätzen kann auf der persönlichen Ebene und einfach ein toller Typ ist. Ich verstehe mich super mit Hakan. Ich habe auch gestern zufälligerweise wieder mit ihm telefoniert. Und Hakan ist halt, ich sag mal, trotz seines Alters, sag ich mal, ist er jetzt nicht unsere Altersgruppe, aber fühlt sich irgendwie nicht so an. Also Hakan ist wie so ein Kollege, mit dem ich auch mal chillen könnte. Ja, Hakan, super sympathischer Typ. Ich kenne ihn jetzt schon auch schon ein bisschen länger. Sorgt dafür, dass immer super Stimmung ist in der Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass Hakan dabei ist. So, das war die Stimmen von der Mannschaft. Hakan, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr amüsant. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei all deinen Aufgaben von der Jugend bis zur zweiten, bis zur Ligamannschaft. Wir werden uns noch öfters sehen und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ne? Vielen Dank. Dankeschön.